Also sehr grüßt euch. F1 2021, zweite Folge. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr mehr davon sehen wollt, schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken. Glocke rein bei Twitch und bei YouTube und dann bei Twitch ein Follow hinterlassen. Besucht mich, ich bin fast immer online und sagt Hallo. Dankeschön. Okay. Was ist denn das rechts mit der, warum haben die alle diese Fahrhilfe an? Ich habe ja mal alles aus. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Jetzt quatscht er halt durch das Ding hier, das ist auch doof. Egal, fahren wir doch mal. Geht schon los, oder was? So, wo bremsen wir? Oh, ist gut. Das fühlt sich gut an hier mit den Curbs. 100, 200, 100 oder was? Hm, auch früher bremsen können. Später meine ich. Okay, erste Runde schauen wir mal an. Okay, das ist krass mit dem Bremsen bei dem Setup. Okay. Sofort blockiert hier. Uiuiui. Am leichtesten. Ach, die haben, glaube ich, ABS angemacht, oder? Alle, kann es sein? Bodenwelle hier ist immer wild. Die hat mich immer rausgehauen. Ja, ist eh gerade die Zeit. Was kann ich mit dem Vierkling da machen? So, ne? Okay, machen wir nach 100. Okay, das war jetzt ein bisschen zu spät vielleicht. Ich finde den Streckenverlauf sieht man nicht ganz so geil. Oh. Setup ist wild. Ich kann mich an einen Teil erinnern, da konnte man auch sortieren nach Strecke, meine ich. Und sogar stand da mitten ohne Controller, weil wir die gespielt haben. Nur die haben es halt so genannt, glaube ich. Also bei 100 ist schon okay. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Dritter, oder? Dritter ist gut. Zu viel Gelenk, glaube ich. Ich wollte mal schauen, ob ich die Kurve so in einem Schwung nehmen kann, so ganz die Curbs rauskommen.
Mal schauen, wir können noch andere Setups noch probieren, aber jetzt ungern schon wechseln. Vielleicht der Vierter sogar. Oh. Uiuiui. War ich nicht? Ich wollte mal was probieren, aber ging nicht. Hm? Okay, 100 hat gepasst hier. Und dann den dritten. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe das Spiel gebremst. Dann einmal hier einlenken. Und hier muss ich schauen. 1, 2, 3, 4. Ist das zu schnell mit vierten? Kann man hier am fünften cruisen so ein bisschen? Ah, zu schnell und von außen vielleicht nehmen die Kurve. Jetzt weiter zurück. Sitzt du dann, ich kann dir dann mal richtig lenken. Jetzt kann ich mehr lenken. Hat mein Bauch stand im Weg? Oder war im Weg? Hier vierter über den Curb, weiß ich drüber. Dann zu dem und dann näher ran, ne? Gleich vierter. Ja, Zeit zählt leider nicht. So, und 100. 1, 2, 3, 4, 5. Zu früh. Hier einmal komplett rum. Hier vierter, einlenken, warten, warten, beten, beten. Ist. Hier im fünften cruisen, oder? So ein bisschen. Ich weiß nicht genau, bei 50, 1, 2, 3, 4, im vierten, den Curb so ein bisschen mitnehmen, oder? Rausfallen lassen. Geht hier vierte. Nächste Kurve, dritte oder vierte, weiß gar nicht. Bei 50, 1, 2, 3, 4, machen wir vierten. Das ist ja geil, von Runde zu Runde so ein bisschen sich verbessern. Außer den ersten Sektor war nicht so gut, haben mich verschlechtert. Aber auch komisch gebremst. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist es seltsam, also da kriege ich das nicht so hin. Aber so den Winkel finde ich besser über die Curbs. Hier vierten, oder? Raustragen lassen, Kurve. Oder Spitze, ich weiß nicht. Zu zaghaft, glaube ich, im Gas. Auch wieder zu langsam. Bei 50 in den vierten. Hier den Körper eigentlich mitnehmen. Vollgas, oder? Ne, nicht Vollgas, träume ich. Hier aber. So, 1, 2, 3, 4. Oh, da war ich jetzt aber schnell vorhin.
1, 2, 3, 4. Sehr geil. Okay, jetzt labert über den Controller wieder, leider. 1, 2, 3, 4, 5. Zu spät ich wird hier dann wieder so. Der Winkel war komisch. Das ist, glaube ich, besser, oder? Ich würde gern den Controller wieder ausmachen oder hier mal zurückgehen, damit er uns wieder voll quatscht hier im Spiel. So. Kann man bestimmt einstellen, dass er nicht mehr quatscht über das Teil. Aber es ist eh doof, zwei Controller, also zwei angeschlossen zu haben. Aber im Menü ist Controller halt einfacher, finde ich, als Lenkrad. Weil da stehen die Tasten richtig. 1, 2, 3, 4. Den mitnehmen, so halb, oder? Hier rüber. Uiuiuiui. Mal schauen, ob wir die erste hinkriegen. Ich muss ja doch nicht mal voll auf die Bremse steigen. Jetzt blockiert's ja. Ein bisschen und dann wieder loslassen, finde ich. Ich wusste, dass ich so langsam kommen lasse, das Gas. Okay. 50, 1, 2, 3, 4. Dass ich zähle, habe ich noch ein bisschen hier. Das beruhigt mich auch kurz. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe mir gerade gedacht, cool, ich bremse ein bisschen stärker und dann werde ich schwächer und dann blockiert es nicht, aber passt, passt, weiter geht's. Voll geil, also mir gefällt das hier, also keine Ahnung, Formel 1 Main. Können wir den Pre-Race Saturday wieder zurückbringen. Habe ich früher gemacht auf YouTube immer das Rennen, was in echt gefahren sind, zum Tag vorher zu fahren. Falls ich überhaupt noch fahren kann, ab Mittwoch, Donnerstag, wenn ich die Tabletten absetze oder andere nehme.
Lenker zu viel, muss wieder korrigieren dann. So. Der Ton gleich wieder kurz weg. Euch auch? Habe ich die Strecke verlassen? Echt? Oh. Wusste ich gar nicht. Nee. Diese Curbs sind wild. Diese Curbs sind wild, sage ich euch. Also mal schauen, erste, wenn ich hinkrieg. Sollte ich vielleicht mehr einlenken? Ich bin nicht gewohnt, so viel zu lenken bei Formel 1. Dann die eine Hand immer wegtun. So. 1, 2, 3, 4. Da darf ich, oder was? Da darf ich Strecke verlassen, geil. Hm. Immerhin meine eigene Zeit geschlagen ist wichtig. Die andere ist egal. Oh, fast gerutscht. Jo, okay. Wollen wir schauen, wie eng ich ihn nehmen darf. Cool. Also, keep racing, man. Also ich persönlich, zum Fahren finde ich es voll spannend hier, eine Runde nach der anderen zu drehen. Das Zustand weiß ich nicht, aber ich habe Spätzle so. Scheiße, nicht im falschen Gang war ich. Huh? Oh, echt? Oh, das ist das frech. Auch die nächste Runde. So komische Sachen mache ich hier. Okay.
gar nicht, ob die Kamera hier gut ist, hier bei dem Rennen. Wegen dem in der Strecke. Ich hab drauf geschaut, aber im Endeffekt ist ja egal. Fühlt sich echt gut an. Ich hab Schiss gehabt, dass der Aufsatz nicht so gut ist, aber ist okay. Ich spüre jede Bodenwelle oder Unebenheit. Es sind nicht wenige hier. Marvin, danke dir. Moin. Hab ihn nach Jahren wieder mal in einen F1-Boliden gesetzt. Bisschen hier rumfahren. Das sind meine ersten Runden hier. Okay, da eher von außen, oder was? So, jetzt schauen wir mal testen hier, wenn das irgendwann hier 1, 2, 3, 4, 5 voll einlenken. Nee, das ist immer noch nicht gut. Fahren sie mal außen hier. Die brüllen gar nicht in den Körper. Irgendwie die falsche Linie. Habe ich hier. Wir können noch mal ein anderes Setup probieren. Das war jetzt einfach nur ein Setup aus dem Internet. Doch spitz fahren die. Okay. Die von außen, ich fahre die immer so nach innen, lass mich nach außen treiben. Sehr seltsam, mein Zorn fällt manchmal aus. War ich auch so, dass er dann kurz weg ist? Gerade eben mal weg eine Sekunde.
Oh, falscher Gang. Njong. Schauen wir mal. Nochmal. Das hätte ich ja vorher einlegen, wo ich die Kurve noch gar nicht richtig sehe. Verdammt, zu gut gemeint jetzt. Direkt Zeit verloren. Ja, ich muss schon Vierter gehen. Es ist so außen einfacher als innen, die Kurve. So, nochmal eine Runde. Also mir gefällt es hier, also ich finde es total geil. Ich dachte mir, hey, ich habe sie gerade so schön gefahren. Verdammt. Ich dachte mir, sie so schön gefahren eben. Aber irgendwie... Warte mal kurz. Kann die doch mal so, wenn ich da komme. Ich glaube, ich müsste schon einfach vorher einlenken, oder? Nee, das ist jetzt so drüber und so ausholen, oder? Ich weiß nicht genau. Wenn ich reingucke, gibt es zu viel Gas in den Kurven. Ja, ich bin gerade am Üben hier. Ich fahre nach so vielen Jahren wieder mal Formel 1. Voll geil. Ich probiere halt. Ich habe mein Setup aus dem Internet geladen und probiere ein bisschen. Und probiere noch mal mehr, mal weniger Gas. Aber ends geil. Ich versuche halt jetzt hier in der verschiedenen Kurven zu lernen. Mal mehr, mal weniger Gas, weißt du? Ich muss ja jede Kurve probieren. Das ist mir noch nicht passiert, das erste Mal jetzt, lol. Okay. Also nochmal. Das erste Mal gerade hier, dass mir das passiert ist, vor der letzten Kurve. Und guten Morgen, Dustin, was geht? Hast du ein feines Näschen, um genau da reinzuschauen, ne? Wenn ich gerade über hier die Strecke und ein bisschen viel Gas gebe. Aber wie gesagt, ich muss halt schauen. Ich probiere halt rum, welcher Gang, welche Kurve, wo Gas, wo Bremsen, ich weiß noch nicht sicher. Oder höheren Gang mal fahren oder tiefer. Das ist
ist komisch, die von außen zu fahren, okay? Ich versuche so gut wie möglich zu dosieren. Aber es gibt so einen Knackpunkt, da gibst du Gas, dann gibst du ein bisschen mehr, da kommt es total schnell. Halb Gas. Jetzt. Einmal, zweimal, dreimal, Vollgas, viermal. Fünf, sechs, sieben, wieder runter. Wieder Ton weg, Alter. Ist der Ton war der Ton bei euch auch weg oder ist das nur bei mir? Bei mir war gerade der Ton kurzzeitig weg. Ist das die Verbindung zum HDMI-Kabel oder zu meinem Headset? Bei mir war der Ton kurz weg. Okay, dann ist es nur bei mir so. Ich weiß nicht warum. Da war komplett weg, der Ton. Auch wild, fährst 20 Runden mit einem Setup, dann hast du jetzt gar kein Setup hier fürs Rennen. Moin. Das Setup speichern müssen, glaube ich, von dem Rivalen, ne? Keine Ahnung. Wie spricht man das aus? Kack. Muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall danke dir. KACPI, keine Ahnung. Oh, zu spät gebremst. Okay, das ist halt ganz anders mit Standard-Setup zu fahren, anstatt mit irgendeinem Random-Setup aus dem Internet. Bin gerade Zeitfahren bin ich gefahren, so ein paar Runden, mit einem Setup aus dem Internet und jetzt habe ich das hier nicht mehr. Jetzt fahre ich halt irgendwie anders, keine Ahnung. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Bringt mir gar nichts. Und danke, Jeff. Aber den anderen bringt es was. So, normalerweise konnte ich hier so anders hätte aber einen vierten runterbremsen und dann den Curb mitnehmen. 2, 3, 4 den Curb hier mitnehmen und dann beschleunigen und Vollgas fast. Jetzt Vollgas. Und hier einen vierten. Also fährt sich ganz anders mit dem, lol.
4. Ich bin froh, wenn ich durchkomme und keinen Scheiß baue. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt doch gar nicht. Komm doch immer näher, hä? Spinnst jetzt, oder was? 1, 2, 3, 4. Oh, 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 das wäre jetzt fast mein Fehler gewesen hier mit dem Rutschen da. Mit dem Körper, mit dem Innenmuskel. Bisschen zu schnell, aber die jagen mich. Eieieiei, auch doof gefahren. Jetzt habe ich ein Problem. Ich sehe ihn halt auch nicht im Spiegel. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Schreib ihn nicht an, Alter. Schnauze. The motto, leave me alone, I know what I'm doing. Kappa. Neben mir. Grüne Flagge. Boah. Ich sag's dir, das Setup ist. Also, es ist Standard-Setup. Ich weiß nicht. Bin am Schwimmen hier. Aber ist gut, passt schon. Ich schätze mal, der catcht mich noch früher oder später. Nicht mehr viele Kurven, aber hat noch genug Chancen. Ja, ich habe alle aufgehalten. Ja, 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 wir sind auf dem Podium. Toller Job dieses Wochenende. Großartig gefahren. Danke. Naja. Das war Blödsinn, das war lustig. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Dankeschön. Appreciate. Obwohl ich nicht gewonnen habe. Was denkst du, Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Das etwas Setup vom PC. Aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, wenn man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, so schlecht gefahren, wie wir sie heute erlebt haben. Ich krieg immer mehr Krämpfe in die Füße. Ich muss kurz Racing-Pause machen gleich. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Ist wieder Copyright hier, Kappa. P2. Musst du auch pinkeln? Ja, P2. Na klar. Oder? P3 gibt's auch. Frei pinkeln. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Fahrerwertung.
Ja, kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Müller. Wer ist dein Kandidat? Abgehoben. Ich finde, das ist eindeutig Fernando Alonso. Er hat die Strategie perfekt umgesetzt und durchgängig das richtige Tempo gehabt. Genau, also Stefan, Dankeschön. Damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Keep racing! Sehr geil. Also SF1 einfach beste, Mann. Einfach ultra spaßig. Sehr cool. Ja, was soll ich sagen? Hat eine Menge Spaß gemacht. Zweite Folge von F1. Echt gut. Also, ist einfach das Beste, was es gibt, die F1. Macht Spaß. 10-mal geiler zu fahren als bei GT7. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich noch fahre, aber ich würde mal sagen, so immer mal so 20 Zeitfahrrunden. Du musst ein Setup auch speichern, versuchen verschiedene Setups. Ich habe jetzt nur 2 probiert. Und dann macht man Rennen und dann passt das. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken. Und bei YouTube und Twitch. Einfach eine Glocke, immer drauf hier. Moin Steinswerk. Und ja. Schaut bei Twitch vorbei, sagt hallo, ich bin eigentlich fast immer online. Drückt ein Follow rein, kostet euch nichts und hilft mir beim Wachstum. Also, Formel 1 2021, Folge 2. Hiermit zu Ende.